Die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gehört zu den schlechtesten weltweit. Die Schadstoffbelastung ist so hoch, dass sie für die Bewohner unmittelbar spürbar ist. Es ist ein erstickendes Gefühl, frühmorgens zu laufen. Früher ging das, aber man spürt jetzt, dass die Verschmutzung stärker geworden ist. Und seit Jahren untersuchen Mediziner indirekte Gesundheitsschäden durch die Luftverschmutzung, etwa für Kinder im Mutterleib. Seit langem ringen Gesetzgeber um Lösungen für das Luftproblem der Stadt. Doch wie in früheren Jahren ist der Smog in der Stadt auch in diesem Herbst wieder besonders schlimm. Durch das Abbrennen von landwirtschaftlich genutzten Feldern im Umland wird die Luft zusätzlich belastet. Und zu dem bald anstehenden Diwali, einem der wichtigsten religiösen Feste im Land, werden trotz Verboten viele Feuerwerkskörper gezündet. Lokale Behörden und Umweltschützer berichten allerdings, dass die Luftverschmutzung durch entsprechende Maßnahmen um 25% gesenkt werden konnte.